Detektiv Dreck. Tschüss, Mauer. Hätte mich so unbedingt vermeiden. Ja, später. Wir hätten es. Immer durch. Wander, wenn es den. Die doch alle installiert. Da gebe ich mir aufhängen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer Gemeinderatssitzung. Heute, den 15. November, das ist eine Gemeinderatssitzung mit einem relativ großen Ordre du Jour. Es war auch kein direkt großes Highlight drauf, aber ich weiß immer, wenn Gemeinderatssitzungen gesucht gehen, da wäre ein spezielles drauf, dann dauern sie an der Regel einfach mehr lang wie all die anderen, wo die wichtigen Sachen dann zu diskutieren sind. Ich hoffe, dass wir gut über die Bühne kommen, fair an, ob wir den diskutieren dann. Der Schwätzen, da geht mein Computer natürlich nicht, das ist ganz gut. Möchte aber nicht, ich will euch sagen, ich hoffe, dass ihr alle gut gelaunt seid. Ich muss so nicht sehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich aber auch ein zu dick Flammen habe, für verschiedene Sachen heute so zu gestionieren. Und ich will sagen, die Flamme fährt mich einfach nicht dazu verfeuern, wie einzelne das meinen, dass ich da heute die Bengel bei Trum gehauen. Aber ich sage nicht, dass es mich total nervt. Dass es mich total nervt, wenn wir Baugenehmigungen ausstellen und die Leute halten sich nicht in das, was wir hinten an Baugenehmigungen schreiben, weil sie ungeniert aus einer Terrasse einen Parkplatz machen. Das geniert, das, also etwas hat mich wirklich richtig rosen möchte, dass die Leute Baugenehmigungen aufrufen, etwas akkordiert kriegen und just den Kontrollen machen. Ich habe mich, dass wir ein Parkingreglement heute zu Schöffling machen. Ich lese natürlich auch ganz oft um Facebook, dass Leute dann da sich richtig reifen. Es ärgert mich auch, dass Leute ungeniert an den Parken, wo sie nicht dürfen. Es ärgert mich auch, dass sie kein Protokoll kriegen und dass sie nicht fragen, die kleinen Fänger können weisen. Es ärgert mich auch, und möchte mich wirklich rosen und treffen eins und flammern, dass das Projekt Neu-André Schöffling nicht so viel geht, wie es soll viel gehen, so wie in am Kai de Charge oder so wie an dem Projekt Ugedisch gehen. Das mich ärgert das. Mich ärgert das, wenn man das CFL sagen, sie sollen Luten an zwei Schienen hängen und dauert eine Ewigkeit, bis da Luten da hängen. Das sind Sachen, die mich total ärgert. Es ärgert mich auch, dass es verboten ist, dreckig Natur zu gehen, dass man versuchen, alle Mögliches zu machen, dass die Littering für zu suchen, dass das kein Kavaliersdelikt, das ärgert mich genauso wie alle die anderen Leute. Und da gibt es noch viel, viel andere Punkte, die mich total ärgern. Es ärgert mich auch, dass wir einen Brief schreiben und auf den Brief gibt es keine Antwort. Und ungeniert gibt es einfach etwas, noch immer behauptet, was falsch ist. Ich will euch schon sagen, ich habe eine ganz breite Buckel. Mir ist schluss mir nicht alles gefallen. Wenn ich merke, dass die Leute vom Gemeinderat oder vom Chefrat veräppelt gehen, und plötzlich kann ich noch verarscht sein, dann werden wir entsprechend auch reagieren. Es muss den Leuten immer eine Chance geben, zu reagieren. Mir ist so nicht eint. Vielleicht könnt ihr aus den Zwischenzeilen lesen, was bei einzelnen Punkten nur gemeint ist. Aber Heinz, du siehst tatsächlich den Dick, die Flamme an der Reihe, wo ihn sich wirklich freut. Wie weit muss ihn da gehen, dass der gesunde Menschenverstand zählt, dass die Leute einem wollen nur lauschen, wenn ihnen etwas will, erklären und dass sie das machen, was eigentlich hier trägt. Sie verlangen von der Gemeinde, dass wir immer rechtens sind. Wir machen als Beste dazu, als gelingt es wahrscheinlich auch nicht immer. Wir schmengen den einzelnen Bürger, die ich heimat angeschaut habe, die sind auch abgerufen, hier dazu beizudrohen, dass wir an einer Kommunität leben, wo ihn den anderen respektiert. Ich fand nicht keinen Respekt, wenn ich einen Brief kriege, an dem ich den wie wenn ich nichts von dem Brief hören hätte. Ich fand es einen Respekt, wenn ich eine Baugenehmigung kriege, und dann möchte ich, wie wenn die Baugenehmigung etwas Ähnliches gibt, aussuchen. Ich fand es einen Respekt, wenn es heißt, kein Dreck, kein Müll an die Natur gehauen, und dann, dass ich dann da laufen möchte. Ich fand es einen Respekt, wie sie wie von den Leuten, was im Fußgängerstreifen parken, was sie an zwei Parken, wo nicht erlebt ist. Also, auf vieles kann ich sich natürlich nur hier irren, auf vieles würde ich noch einen Einfluss, aber nicht auf alles, Heinz, du brauchst aber auch den gesunden Menschenverstand von Ihnen anderen. Das gesagt, will ich aber sagen, dass ich total gut gelaunt bin. An meine neue Funktion, die ich für eine Reihe von Wochen überholt habe, mich darüber richtig freuen. Boah. Da kommen wir zum eigentlichen Ordre du Jour. Das ist die Korrespondenz an den Courier. Am Courier haben wir, ich gehe da durch, wie ich Teil ein habe,
eine Mail-Highlight von der CSV, wo sie darauf aufmerksam möchte, dass Changemente gehen an der Kommission des Jeux, mit dem Herrn Gabriel Jourdain auf Madame Marie Kirsch remplaciert als Effektiven, wo an der Kommission Egalität des Chancen Madame oder Tiofa Anlik wie Madame Marie Kirsch oder Tiofa Marie Kirsch remplaciert als Madame. Der will nicht mehr so, okay. Und an der Kommission die Baptiste, also den Herrn Daniel Wagner, die remplaciert den Herrn Jesse Morbe. Dann hat die Demokratische Partei also Brief zu kommen gelassen, wo sie darauf aufmerksam machen, dass den Herrn Phil Thiel also als Effektiven an der Kommission de la Circulation nominiert das, an den Herrn Jean-Claude Ullinger als sein Suppléant. Dann haben sie also drunter ein Gelöscht gelöscht, wo sie darauf aufmerksam machen, dass Madame Sarah Mendes Duarte nicht mehr an der Kommission wie respektive den Herrn Jean-Paul Schanen. Dann haben sie noch ein Gelöscht dabei gelöscht, wo sie darauf aufmerksam machen, wen an welcher Kommission aus an welcher Posten nach ihrerseits vakant sind. Dann haben wir am Kurier auch einen Brief von der Madame Mara Scheibel leihen, die darauf aufmerksam ist, dass sie als Membre, als Bürgermember aus der Kommission des Jeunes ja, demissioniert. Dann also ein Brief vom Gruppement Européen de Coopération Territoriale Eject, dran, wo einfach ein Protokoll ist, so gestaltet in der Information, den über die Koordination am Bereich transfrontalier operationell dans le domaine des transports communs routiers, als du war eine Sitzung, wo wir uns insgesamt, dass wir eben über die Grenzen wasch Transport commun sollen organisieren. Da leid an ihrem Courrier auch Brief, oder los mal so den Areti, dass Madame Anne Blau, dass Madame Christian Biver und dass Madame Tina Giannessi an ihre jeweilige Schulgebäude nach wie vor als Präsidenten agieren von ihrem Komitee die Kollen. Wir werden nicht auch zukommen lassen, die Komposition von den Komitee die Kollen, die auch leicht variiert wird, an der Albert Winger Schule aus der Madame Christian Biver als Präsident, Madame Fanny Christofori, Madame Veronique Fixma, Madame Noemi Gint, Madame Scheila Hopp, Madame Lynn Jacobi, Madame Geraldine Kreier, den Herr Alex Thiel und Claudia Bock. Und der Lidi Schmidt-Schaul, also Tina Giannessi, Dan Dostert, Madame Claudine Deschmann, Madame Scheila Kirsten, Madame Chantal Haas, Madame Manon Kullen, Madame Sarah Olivieri. Und an der Nelly Stein-Schaul, also Madame Anne Blau als Präsident, Madame Deichter Fancelli Lorenz, den Herr Ivan Schivener, den Herr Madame Nicole Kemp und Madame Nancy Thackeray. Da sind aber auch die Elternvertreter gewählt, die haben wir recht gestern Ziel in Rackrit. Wir lassen nicht da auch zukommen. Und an Nelly Stein sind da drei Leute gewählt, gesehen Madame Alexandra Dumitru, Madame Victoria Gert und Madame Marina Lopez. An der Lady Schmidt Show sind es sechs Vertreter, die gewählt sind, hängt immer von der Grieß von der Schulhof. Das ist Madame Lore Adlani Bordini, das ist Madame Amelie Brenner, Madame Davina Görgen, Madame Claudine Marquis-Iri, Madame Lindsay Metzer-Mengon und Madame Martin Schlimm. Dann ist es noch an der Albert Wingert Schule, also du sind nicht Leute gewählt gehen. Du hast Madame Alexandre Dombrat, Madame Isabelle Engels, den Herr Franzi Ehr, Madame Jana Kimmel, den Herr Yves Kreis, den Monsieur Claudio Moretto, den Herr Daniel Silva, den Herr Frank Treweiler und den Herr Dirk Wagner. So wie das wir alle gehören als Komitee, die Kollen lo richtig gut besät und die Arbeit können entsprechend abholen. Dann haben wir am Dossier auch leihen die neue Statute von unserem Radio Gut Laun. Und da geht es nach überschaffte Statuten vom Freizeitclub Schöfflinger Piraten. Da hat sich eine Reihe Sache geändert. Und dann haben wir nach der SPL. Freizeitpiraten, das wisst ihr so. Freizeitclub Schöfflinger Piraten. Freizeit. Ich darf mich sagen, machen, dass hier an ihrer Statute steht Freizeitclub Schöfflinger Piraten SPL. Ja. Aus dem Durchtennis haben wir auch neue Statute gekriegt. Da hat sich auch manches ganz leicht geändert und dann noch eine letzte Rekommandé, die wir an den FC Metz geschickt haben. Ihr wisst, dass wir eine Konvention hatten, zu dem September 2013 beim FC Metz, für 50 Spiele pro Match zu kriegen, die dann über die Schöfflinger Gemeinde hat, können verdeelt gehen. Da war auch noch der
an der Konvention ein Partnariat ugedürst mit unserem FC Schöffling 95, weil wir festgestellt haben, dass außer wenn der Paris Metz, Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain, zu Metz spielt, dass dann quasi entsprechend da fortgehen, also es eigentlich hei Laie bleiben, wo man decidiert, die Konvention ab dem 1. Juli 2020 zu resilieren. Dann leidt an ihrem Dossier, was längstens hat schon können der Fall sein, den sogenannten Plan Pluriannal Financier für 2019, das wird am Juni was am Juni fertiggestellt ging, was auch an der Finanzkommission kurz undiskutiert ging, als an der letzten, mit dem PPF kann ich noch vieles rauslesen, besonders das als Gemeng, sowohl am Jahr 2022, besonders aber am Jahr 2021, total sich gut wird durchstehen mit Resultaten, die ihresgleichen sichern. Ihr wisst, was den PPF wäre das. Wir sind umgegangen, den PPF entsprechend für die Jahr 2020 an der Session Februar entsprechend anzupassen, sodass wir da eigentlich ein mehr kohärenter, mehr veridik Zuhörwerten dahinter kriegen. Dann haben wir am Dossier nach Leyen einen Brief, die wir gekriegt haben von der European Energy Award, die aus der Botmixer machen, dass wir es gepackt haben als Rezertifizierung als europäische Energie Award Gold zu kriegen. Nicht mehr spät wie vor einem Monat ungefähr war eine Delegation unter meinem Chef in den Albert Kalmes zu Locarno an der schönen Schweiz. Bei schönstem Wetter kann ich euch so, wenn wir ein Bilder gesehen, wo sie dann die sogenannte Rezertifizierung von unserem Klima-Award mit diesem Diplom, mit diesem Zertifikat ausgestattet haben. Der Gemeinde Schifflingen wird nach eingehender Prüfung und offizieller Auditierung der European Energy Award Golden für den Zeitraum Oktober 2019 bis Oktober 2023 verliehen. Schifflange erhält diese Auszeichnung für die nachweisbaren und vorbildlichen Resultate in der kommunalen Energiepolitik. Ich meine, wir können ganz hoffentlich sehen, dass wir dann weiterkehren gepackt haben, die Rezertifizierung da zu kriegen. 2015 war eine Delegation rundherum der frühere Bürgermeister Roland Schreiner zu Leipzig anhört, den die Auszeichnung da entgegengeholt. Wir hatten dann eben das Kehr nur 4 Jahre, wo den externen Audit gemäht ging, als nach ein super Resultat konnten hinterlegen, nämlich man als Resultat von Jahr 2015 verbessert. Wir haben von magischen 477 Punkten haben wir da 387 gekriegt. Das sind 84,5%. Das ist ein plakisches Ziel, die den Insider vielleicht ein bisschen in Erklärung gibt. Muss ich einfach wissen, es sind 1500 verschiedene Bewerber aus 11 europäischen Ländern, die da angetreten sind, als Schöffling leid. In den Top 20, das heißt, wir sind auf der 15. Platz klassiert. Wenn man 0,3 Punkte oder 0,4 Punkte mehr gehabt hätte, dann wären wir sogar in den Top 10. Ich will einfach so, wir sind auch die einzige an die echt urbanen Gemeinde von Lützeburg, die eine zweite Karriere zertifiziert hat. Wir waren sowieso die echt urbanen Gemeinde, die 2015 die European Energy Award Gold gekriegt hat. Ich meine, wir können ganz hoffentlich sehen, dass ein Resultat, was unterstreicht, dass nicht nur der Schäferrot von Haut, mit besonders die von gestern und teilweise auch von viergestern, wenn ich so salopp kann ausdrücken, viele Initiativen im Bereich Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz getroffen, für das auch zu machen. Dafür geht also merci von Haut und alle Bürger, die politisch responsabel und die Gemengenservice. Ich denke, es soll in die merci aber auch und als Mattbürger so, weil alle Bürger, die Initiativen oder ein Teil von den Initiativen, ein Teil von den Maßnahmen, wenn man Mattbürger nicht mal auf den Weg kriegen, für Matt zu machen, ich meine, da wären wir nicht so weit, wir können die Preise oder die Ehrungen da entgehen zu holen. Ich denke, als Kommunal Energie- und Klimapolitik geteilt belohnt, dass aber auch den Aktionismus an den Ansatz von den Bürger, den sie all gar keine Weise haben, auch belohnt kriegen. Wir kriegen nämlich Punkte für aktiven Umweltschutz, weil wir so Projekte machen wie Renaturierung. 2015 war also Leuchtturmprojekt, Renaturierung von der Ölzucht, ein Projekt, den sich
immer mehr als ein wichtiges Projekt. Er weiß immer einfach darauf hoffen, dass auch die Projekt sowohl noch jetzt ob Eschina und Pudel wie auch noch längs hin Richtung Beteburg nach kann erweitert gehen. Wir kriegen Punkte, weil wir den Schutz von den Biotopen weitertreiben. Wir kriegen Punkte, weil wir so Aktionen machen wie die Bärenplanz. Aktionen, wo all denen Merzi suchen, die am Rhein und an der Kehlt Samstag mit dabei waren. Wir kriegen Punkte, weil wir aktiven Umweltschutz leisten. Ich meine, alle gehören als Mesuren am Bereich vom Recyclage, von der Mülltrennung aus sich, die Ideen, die wir haben, dass wir den Tennisball am Tennisclub sammeln, die Reduzierung als Putzaktionen. Wir kriegen Punkte, weil wir alles machen, für Energie zu sparen. Wir sind bei zu 80% mängisch am öffentlichen Mäklerisch Publik mit LED-Luten ausgestattet. Wir haben viele Projekte für die Solarzellen. Wir treiben aktiv als Isolierungspolitik von unseren Gemeindegebäuden. Wir kriegen Punkte auch am Niveau von der Solidarität. Nicht nur am Niveau von der Solidarität nur Bannen, wir auch nur Bausen. Wir treiben Aktivitäten und Aktivitäten von Schöffling hilft, bringt uns Punkte. Wir kriegen Punkte, weil wir uns Gedanken machen, über den Umgang mit unserem Wasser. Ich meine, wir sind im Gang, das Taxireglement vom Wasser anzupassen, wir sind im Gang, darüber nachzudenken, was ich kann machen, für mehr Rehwasser können zu nutzen. Wir kriegen Punkte für unsere nachhaltigen Aktionen, die wir machen am Kader von der Mobilität. Kann man zu Hause an die Schule gehen lassen, das bringt uns enorm viel Punkte. Und wir kriegen auch noch eine Ehrung vom Klimabündnis Lützeburg an dem Dauerbereich, weil es kann man ganz fleißig Fußspuren, Punkte gesammelt haben. Wir kriegen an viele andere Initiativen, die ich nicht will aufzählen, wir eng aber, das ist die von unserer Bautopolitik, wir sind die eng von den einzigen oder eng von den wenigen Gemeinden, von denen die wirklich einzig, die an ihren Reglementen von der Bautopolitik stehen hat, dass es doch darum geht, nachhaltig zu bauen, dass auch da eine Kontrolle soll erfolgen. Also ich denke, wir haben eine aktive Klimaschutzpolitik hier in dieser Gemeinde über Jahre gefordert, die auch dazu feiert, dass wir an unserem Budget bis zu 350.000 Euro Suche können abschreiben aufgrund von den Klimapunkten, die da sind. Es bleiben natürlich gefordert. Ich meine, wir können uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, dass das sowohl dem Klimateam und der rezenten Sitzung, wir nachdem wir gesprochen haben, bewusst wie auch der Umweltkommission, ich denke, die Idee von der Sonderaktivität Ökonomie auf Herbert, für die am Prinzip Ökonomie zirkulär zu machen, Renaturierungsprojekt von der Aussicht vom Pudel, die Weiterführung von unserer Energiespurmaßnahmen, die Verbesserung von unserer aktiven Mobilität, wo wir permanent zu schaffen, nur denken über die Gestion eben von Wasserspuren und Rehwässernutzung. Das sind an dem Gedankengang für nur vier zu gucken, sicherlich keine Luxusinitiative, mit der sie notwendig geht. Da gilt es doch, den Blick zu werfen, ob das, was du vier Gestalt gehen hast, der Klimapakt 2.0. Ich meine, wir sollen uns an die Richtung orientieren. Wir sind nun wieder zu machen. Wir haben nicht mehr spät wie für einen Monat eine neue Mannarbeiter an der Gemeinde schaffen, die sich besonders werden wir dann auseinandersetzen für das Controlling von unseren Energiespurmaßnahmen ganz auf höherem Niveau zu machen. Ich denke, hier ist auch eine Kooperation notwendig mit einer ganzen Reihe von Leuten, mit Klimabündnis, mit Umweltschutz, mit dem Centre Ecologique Lützeburg, mit dem Institut Inspiring More Sustainability, mit allen Überlegungen im Bereich von der Mobilität, von der Solarenergie. Ich meine, das sind zentrale Punkte. Klimaschutz konzerniert uns alle. Ich meine, wir sind aktiv dabei und ich will wirklich schnell aufschließen. An alle Leute merci so, die an dem Bereich vom Klimaschutz mitgemacht haben, für das wir das Aufzeichnung hier können kriegen. Voilà, das wäre zu den Informationen. Gehen wir zu Fragen oder Remarken. Zu Fragen oder Remarken? Eng, dann auf den Punkt 2 gehen. Nee, also nicht durchschaut. Okay. Schon nach zwei Fragen. 3, 4. Stell dir eine Frage. Du wirst ja, dass sie Fragen eigentlich schriftlich auch können dragen und dann können wir die auch entsprechend dabei antworten. Ja, wir können sie effektiv, kann ich da auch mitteilen, dass schon eine schriftliche Frage im Sekretariat heute Morgen aufgehen.
das wird durch das Brötchen. Aber sonst, ich will mit dir wieder aufhängen, wie du bist mich da angefangen hast. Ich bin halt auch gut gelaunt, wenn dich soll interessieren. Mir Spaß beiseite, der Polo hat wieder genannt, das nervt mich, ja. Effektiv, ich wollte das nicht so, ich wollte just zwei kleine nebensächliche Sachen so. Ich bin froh, ob der Schäferrot vielleicht kennt, mit seinem Service effektiv gucken, wenn er Invitationen kriegt für Manifestationen, notamment für die von der Mainde, wo noch viel sozial, wo die Invitation relativ spät rauskommt aus dem Dunst, in der Mitte von der Wauer, wo man die Invitation kriegt für die Mainde, ob die Veranstaltung dort zu kommen. Ich wollte einfach frohen, einfach aus Respekt für die Leute, die nicht ihre Kalender auswendig kennen, für das vielleicht auch mal Zeit im Abgedeel zu kriegen, weil das effektiv immer sportlich, wenn ich kurz für Druck gesucht kriege, heute meinte, als eine Ehrung heute für noch viel sozial, dafür einfach schon frohe Wander an Datum hat, das heißt, die vielleicht einfach in Zukunft echt da könnte mitteilen. Dann ist an der Intervention gesagt, dass es durch Gifnerven, dass Bürger hier Baugenehmigungen nicht gewonnen, das verstehe ich. Wenn es den Navi von der Baukommission zu dem Projekt respektiert hat, wärst du vielleicht nicht an die Situation kommen, weil das war aber vorausgesehen, dass es so gekommen ist. Ich verstehe aber den Irrscher, die es da abbricht, und wir werden es auch da unterstützen. Aber das waren eigentlich nicht die zwei Sachen, die ich wollte so generell freuen. Ich wollte, oder mehr, besser gesagt, nicht ich, aber mehr wollte eigentlich zwei Diskussionen feiern. Ich gebe einfach die Diskussion aufhängen, Moulin Bastion. An der letzten Baukommission haben wir die Renovation und den Ausbau von der Moulin Bastion vorgestellt gekriegt. Eigentlich sind wir auf eine Information gestoßen, die mir bis dahin eigentlich nicht so bewusst war. Es war ja auch gedacht, dass wir den Beil Amphiotik, den wir 2016 mit dem Staat aufgeschossen haben, mit Moulin Bastion, dass wir da sollten als Gemeinde ein eigenes Projekt da umsetzen, nachdem es aber da ein Interview stattfand zwischen dem Bürgermeister und den Verantwortlichen von den damals staatlichen Kannerheimer, wo sie mitgedeelt haben, dass sie gerne von ihrem Zentrum wandeln, gerne renovieren. Sie sind froh gekommen, ob die Gemeinde, ob es möglich wäre, für irgendwo mit den Kannern in der Dach zu kommen. Weil wir in dem Moment gerade im Dossier von Moulin Bastion waren, haben wir natürlich Decisionen geholfen, während der Renovationsarbeiten die staatlichen Kannerheimer an der Moulin Bastion abzuholen, mit der Kondition, dass die Renovationsarbeiten so gemacht werden, dass wir hier noch die Projekte, die wir dem uns angedeutet hatten, auch könnten so umsetzen. Los sind aber gewogen an der letzten Baukommission, und los verstehe ich auch mit den Interventionen, die der Marc Spaus in der Vergangenheit doch schon gemacht hat, sind da gewogen, dass staatlich Kannerheimer, die Jolo mittlerweile ernst das heißen, wir haben noch immer staatlich Kannerheimer sind, dass die sollen definitiv für immer an den Moulin Bastion bleiben. Da muss ich aber so, und dann habe ich aber ein Problem, du musst da mit dem Beil Amphiotik, durchschließend bestand aber wirklich wieder vom Markt an, kann ja nicht sein, dass der Staat der Gemeinde über den Beil Amphiotik vor 50 Jahren der Gemeinde zukommen lässt. Wir waren Demandeur, weil wir ja ein solches Projekt dafür hatten. Wir bezahlen nach Leute dem Staat, was zwar eine Nullrechnung auswirkt, dass das Leute aus vom Restaurant den dran ist. Wir dürfen dann aber die Renovationsarbeiten machen für den Staat. Und wir werden ja dann noch vielleicht irgendwann eine Konvention vorgelegt kriegen mit staatlichen Kannerheimer, wo wir dann noch Leute vom Staat kriegen. Also das möchte ich aber alles überhaupt gar keinen Sinn. Und ich wollte einfach nur die Diskussion mal fragen, wie der Schäferrot hat gesagt, ob man wirklich was der Sinn von dem Beil und für Tigers, wenn man sonst unkaschen, wo wir da verbunden sind, wo mehr Renovationsarbeiten machen, wo mehr Leute werden dann zu kriegen vom Staat, für ihre Gebäude wird das nicht gehört, was dem Staat noch immer trotzdem auch noch immer gehört. Also, Herr Freireise, merci für Ihre Intervention. Es ist das, werde ich darüber keine Antwort geben, weil er eine Sache gesucht hat, die ich lieber prüfen, ob das so ist. Wir sind um den Dossier da drunter. Und es ist das, wir sind keine Obligation, ob all die frohen Remarken zu antworten. Das ist ein schwieriges Dossier. Das ist ein
Ja, das sind Dossier, wo nach einer Reihe von Fragen abstehen, und die sind noch nicht beantwortet. Und dafür werde ich auch zu diesem Zeitpunkt, ob die da Fragen nicht antworten. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, innerhalb von 3 Wochen eine schriftliche Antwort zukommen zu lassen. Und das wird man dann noch entsprechend machen. Was das ist ja nächsten Dinge. Und dann da frage ich nur ganz konkret, mit das wäre mir dann noch schriftlich. Sind da wie nie wüsste, dann das definitiv staatlich kann nachher an der Moulin Bastion sollen bleiben? Ich will nicht sagen, dass ein Dossier mit einer Reihe von offenen Fragen und die offenen Fragen sind nicht beantwortet. Und es ist dazu nicht die Informationen parat, für ob all die Fragen und auch ob die Dauern so können zu antworten. Es sind effektiv die Monten, die bis an die freie Chefroute ranreichen. Und es sind eine Reihe von Verklärungspunkten zu machen. Das ist ein Dossier, den uns eigentlich total nervt. Wir müssen aber gucken, dass wir den Dossier 4 kriegen. Wir haben eine Reihe von Obligationen an dem Schenkungsakt oder an dem bei Amphitheotik, die dran stehen, was den aus dem Haus kann machen. Wir sind um Wefe, etwas daraus zu machen, was Kaber Schwanz hört. Wir sind aber eine Reihe offen froh. Ich frage mich einfach, für was dann den Dossier an der Baukommission schon war, wenn da nach oben frohen hat zum Projekt. Das ist aber da wirklich nicht kohärent, wenn ich sehe. Sicher ist das kohärent. Ich meine, das ist kohärent. Also mehr Bau, also, okay. Pardon, Entschuldigung. Ich meine, das ist schon kohärent, dass es an die Baukommission geht. Das ist ein Bauprojekt, die man dann drunter leider nicht muss in der Baukommission avisiert gehen. Wir haben schon mindestens 4 Jahre verloren, aufgrund von einer prozeduralen Geschichte, die eine never-ending Story ist. Und du hast nicht allein diese Schäferroute geheilt gewischt oder befasst gewischt. Geht mal Chance, dass man das alles zusammen sieht und dann wird man das schon zu entsprechender Zeit wird man das schon diskutieren. Boah, also ich fand den komisch, aber weiß trotzdem, wenn ein Dossier an der Baukommission hat, wir können sehr wenig Baugenehmigung rauszugeben, wir können Dämmbauabschen zu machen, wenn ihr dann hier 2 Wochen drauf am Gemengerhut seht, du sind noch so viel offen. Das sind noch offen frohen. Ja, dann okay, okay. Da sind wir gespannt, ob er schriftlich antwortet, wie da ist dann. Brauche ich eine Baugenehmigung, das ist klar. Aber ich frage mich aber keine Baugenehmigung, wenn ich nicht will, das so umzusetzen, wie ich das an der Baugenehmigung will machen. Also, ich soll mal einfach an der Baukommission kriegen, mal gesagt, staatlich kann ich immer bleiben fix dran. Du hast nicht gesagt, dass da noch irgendwelche Probleme wären oder Diskussionen gehen laufen. Also, das tut sich aber an der Vergangenheit ganz anders als unheuer, wie das schon unheuer. Aber bon, es wird. Also, für die Kannerheimer, ich meine, Kannerheimer, die haben ein großes Problem. Es sind viele Kanner, die an Kannerheim müssen kommen. Und das ist wirklich ein großes Notfall, für die Plätze zu finden. Und hier war eine Möglichkeit, und ich meine, dass du warst du selber nach Madame Schäfer dabei, wo die Responsable bei uns kommen, die haben gesagt, wir müssen das Häuser umbauen, ja. Und wir müssen gucken, dass wir eine temporäre Solution können kriegen. Und am Kader von diesen Diskussionen, als wir die staatlichen Kannerheimer geschwärzt haben, weil die sicher Plätze sind. Die sicher Plätze, wie alle gehören, die anderen Institutionen, wie sie machen. Und nicht so nicht eint, was sie da können, nicht nur da kommen, du siehst für mich, le bienvenue. Alle gehören, die kann er. Wie du sie mit allen ja, Schwierigkeiten, die können kommen. Doch, ich höre ja Leute, die nicht froh sind, dass man staatlich kann er immer heute zu schöpfen, ich will nicht so promovieren, wie dass man in den Platz gehen, diese Gesellschaft verdient tun. Staatlich kann er immer von Haut sind nicht mit staatlich kann er immer von früher. Das Schaffen mit den Kanner an einem staatlichen Kanner sind mit Sicherheit andere wie für rund 10, 15 oder nach mehr Jahren. Und da sind wir auch gefordert, manchmal als ein Ding zu stellen. Wir haben uns gesagt, okay, wir kommen da denen Leuten da entgegen, wir gehen aber an der Prozedur, gehen nach einer Reihe von Fragen zu stellen, die auch noch zu klären sind. Besonders auch, was das Finanzament angeht. Ich weiß nicht, dass kein Fehler gewesen ist, dass es dann bei der Kommission geht, weil das der Willen von diesem Schäferhut, dass Moulin de Bastion kann umgebaut gehen, für dass die staatlichen Kannerheimer temporär mal von da nur da können wechseln. Aber wenn es der Wunsch ist, von den staatlichen Kannerheimer das Gebäude zu behalten,
Aber dann meinen ich, dann leihen wir ja aber an unserem sozialen, an unserem solidarischen Approach und am Engagement, leihen wir ja auch nicht falsch, wie zu sagen, dass das eine Möglichkeit geht. Das verhindert ja nicht, dass ihr aber seht, es sind auch Befreien, die auch zu klären sind. Besonders auch das, was ihr so, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass das hier ewig und immer dann durch staatlich kann, immer eine Lokalität ist. Okay. Moulin Bastion renovieren und dann während 50 Jahren dann eben so lange die Beilung für Tike Loyer kriegen vom Staat. Aber da sind ich der Meinung, da soll der Staat das selber machen. Das ist noch immer ein staatliches Gebäude, da soll sie die Renovation machen und die sollen staatlich Kannerheimer, sollen sie dort dran setzen. Das ist die Diskussion, das ist keine Diskussion über den Inhalt von der Moulin Bastion. Und wie gesagt, dann. Ich meine, aber aufhängt mit den Neubesten, sollen aber vielleicht die Dorfrohen alle gut geklärt sein. Und so ist es ja noch ein Kehr. Ich meine, der Marco hat ja schon zweimal mindestens gesagt, dass sie eigentlich auf der Dorf liegen auch ist. Und mittlerweile verstehe ich diese. Das habe ich gesagt, den 11. Juli. Den 11. Juli habe ich am Gemeinderat. Das ist ein Problem. Nicht mit der staatlichen Kannerheim, sondern so eine Neigkeit. Genau. Mir ist das egal, ob die staatlichen Kannerheim da sitzen oder an der Rue du Staat, weil ich zu den staatlichen Kannerheim stehe, weil ich der Meinung an der Wichtigkeit von den staatlichen Kannerheim überzeugt bin, ich habe just vorgestellt, wie man Finanzamt das, weil ich komisch fand, dass ich ein Gebäude bei der Gemeinde vom Staat lohne und da verlohne ich dann zurück in den Staat. Also das ist genau das. Ich habe dementsprechend noch ein Kästchen parlamentär gestellt, wo ich aber noch eine Antwort werde. Wie viel der Gebäulichkeiten nicht geht für die Stadt, dann die Gemeinde nicht verloren, dann die Gemeinde muss dann den West bezahlen und dann hält die Stadt zurück. Das ist das Einzige, was ich auch vorgestellt habe. Ich habe schon mal keinem Wurde vorgestellt, ob staatlich kann er hinkommen oder nicht. Richtig. Die Frage ist nie gestellt und ich bleibe noch da dabei. Ich habe immer kein Problem, das ist ein Problem, was er da weiß von der Finanzierung. Aber ich bin auch bereit, die Engagemente, die vier Drogen geholt sind von Kanzlei, was das nicht nur beschaffen hat, die haben hier aufgestimmt und haben hier aufgestimmt, die zweimal am Gemeinderat, 2016 und 2017. Und dann ist nicht mehr, das alles vorzustellen. Das würde ich so, weil ich für die Zeit durch einen Umstand und Mamba von dem Gemengerot, mir da sind zwei Decisionen, die haben dann geholt sind. Ich will das schon nicht gesagt, das ist kein Problem, wo man schnell spannen kann. Man kann ja. Ich bin froh, dass nicht bald so aufmerksam ist, dass wir hier bei einem Way of No Return sind, weil effektiv Decisionen sind, die nicht nur auf den Chefrot zurückgehen, sondern auf den Gemengerot. Aber wieso, ein Chefrot hat an der Kontinuität von den Decisionen, die in ein Gemengerot vier aus einer Zeit geholt hat, den auch zu schaffen. Wir machen nicht mehr, nicht Männer. Ich würde sagen, staatlich kann er heute Institut Ethatik d'Aid à l'Enfance et de la Jeunesse. Das ist wirklich kompliziert für die Stadt zu verhalten. Aber geht, also glaubt man, dass es nach oben froh ging. Und ging es sind noch Leute, ungefroht, die jemand alles oder zumindest für meinen Bürgermeister, um die Oppenfrohen zu klären. Ich will nicht mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, ob, wie den Herr Spalz sehen kann, der Parlamentärsantwort wird, weil ich nicht auch, ob die entsprechenden Trickrufe von den Leuten, denen ich will sagen, wir haben da Probleme, wir wollen mit dir darüber. Ich weiß, was das aber nicht verhindert wird zu sagen. Wir kommen ja gucken, dass wir das Projekt aber dahin getrieben kriegen, dass wann nicht so weit ist und die Sache sich geklärt, dass wir auch können bauen. Die hat wahrscheinlich an der Bautekommission auch festgestellt, dass eine Reihe von Frauen sich nachstellen, die bautechnischer oder bauarchitektonischer Art sind. Nicht, dass wir so, okay, gut, wir sind ja sehen, wo wir hingehen. Also es sind eine Reihe Sachen, die an uns sind, die sicherlich und Eis leihen, für die zu klären. Wir sind aber auch Bausen, von Bausen ran, sind es aber auch Elemente oder Parameter, die erste Station, okay gut, der Projekt da, den ist nachher mal irgendwo beim Standby, die ist ja den. Wir hatten eine Reunion mit den Leuten, und zwei Wochen danach, du hast mir gesagt, so wie ist es dann? Du könntest es los tun oder auch Brief geht. Du hast mir gesagt, also so einfach nicht. Ich meine, wir haben da eine Reihe von Oppenfrohen an der Reunion gesagt. Ich kann nicht alles so, was zu sagen ist. Wir glauben einfach, sind auch Oppenfrohen an dem Projekt, den das zumindest was Einzelpunkte betrifft, uns dann bei. Und der kriegt auch die Antworten.
Wir werden doch auch dafür sorgen, dass das nicht am Tierangreihe bleibt. Karl, ich wollte nur sagen, dass es aber wichtig wäre, gut war, dass das Projekt Lohn- und Bautenkommission war. Ich meine, wir haben auch festgestellt, dass verschiedene Kleingler können, ich will sie noch nicht übertreiben, da waren, aber wir haben auch das Projekt an dem Sinne bautechnisch suspendiert oder wollen so ein Neuexamen gehen. Und das ist auch wichtig, dass die Sachen am Parallel dazu dann noch können revidiert gehen, für wann da wirklich so weit ist, dass da nicht drin gesagt wird, alle müssen wir aber nach Heilen, müssen wir nach da. Schittfried will ja aber auch eigentlich mit dem Projekt ankommen. Also du hast an der Bautkommission selber gesagt, du willst das Jahr nach dem da ankommen mit den Neubesten. Also wir gehen schon mal davon einfach aus, dass wir mit dem Projekt angefangen hätten, unabhängig davon, ob wir alles geklärt hätten oder nicht. Also das tun also in einer Stellung, die ich nicht, die ich aber so nicht zulassen möchte. Das tun ist schon nicht so gesund. Du hast gesagt, wir würden am Dezember hochkommen. Natürlich, wir hätten am nächsten schon gleich die Haus angefangen. Na ja, wem leidet das? Dass da ein Hohen geht, der das Haus angucken, dass einfach Mustra geschafft gehen, Mustra gemäht gehen. Ja, wem wahrscheinlich also so mit den 3,5 Millionen, die wir prävisionär tun, oder die an der Wien-Dofierlungen, geht es wahrscheinlich nicht durch. Dafür geht nicht ein Reihe von Opferfrauen, dafür ist natürlich auch ihre Macht. Also es wirklich in der Gemeinde für das zu machen, also es richtig. Da kann ich aber an einiges vorstellen, also du in einer Gemeinde für das oder das zu machen. Also die Frage kann ich immer stellen. Wir haben also das Gebäude, wo die Gemeinde irgendwann die bei Amphitheotik da überall hat. Und also sind wir an einer gewissen Periode, wo wir sagen, okay, wir wollen das Haus da renovieren. Ich verstehe noch alle, die Leute so verkaufen nicht mehr, wir können nicht verkaufen. Das ist nicht das zum Staat sein, und zweitens, also der Schenkungssack gewischt, wo bestimmte Obligationen in anderen drunter sind, dann kann ich nicht egal was damit machen. Ich weiß auch, dass es gut wäre, wenn ich ein Hotel daraus mache, wenn ich ein privates sich gibt, dann können wir noch nicht mal den Staat. Das ist alles nicht mehr. Dafür, wir können über die Mulla de Bastien, vielleicht die Diskussion noch aufschließen mit der Mulla de Bastien, also nur nach einer halben Stunde darüber anhalten. Fakt ist, Der Projekt leidet um durch. Fakt ist, der Projekt war in der Bautenkommission für verprüft zu gehen. Fakt ist aber auch, dass eine Reihe Frauen nach abstehen. Und es sind eine Reihe Leute hier bannen, über die Gemeinde, über die Majorität raus, die wissen, wo die Schuhe direkt, mit denen das konfidentielle Mann über die Sache geschwärzt gehen. Voilà, lassen das hier aufgeschlossen. Was ist die nächste Remark? Okay, merci, dass ich dann noch einfach das Wort kriege, für mich zweite Frage zu stellen. Ja, sind wir bisschen, schon, sind schon bisschen, Dinge, sind die ganz Kulanten auch. Es sind auch ein bisschen verwundert, dass da an den Informationen nicht gesagt wird, über den Werdegang vom Schöfflinger Kunsthaus. Ich meine, das ist kein Geheimnis mittlerweile, dass die Gemeinde eine Decision geholt hat, für. Und da musst du also die Informationen login. Du musst es gut nicht login. Ich frage. Nicht. Ich frage dich. Wenn also der Chef rot in den Norden der Schöfen eine Gemeinde rot fixiert und nicht einfach während der Sitzung sieht ihn, da musst du alles informieren. Das will ich aber ganz froh. Ich frage dich. Also du liest ja Reglement intern, du darfst leider Gottes die Fragen stellen. Froh ist einfach Ziel. Ich muss aber nicht antworten. Okay, du musst nicht antworten, ja. Okay, ich frage dich dann aber. Der hat ja mittlerweile, hat ja Südverein, Mängel, Scheibann, Nation, Kura, davon, dass Gemeinde soll eine Madame erstellen für die Gestion vom Schöfflinger Kunsthaus zu verholen. Nur lieber 20 Jahre, wo das Syndikat hat manchmal voller Zufriedenheit für Südverein hat Schöffling gemacht hat, wo das Syndikat, oder besser gesagt Präsidentin, an einem Gespräch mit dem Bürgermeister mitgedeelt hat, dass das eben ab einem gewissen Datum, als mal avanciert, den 15. November, hat das Syndikat nicht mehr mit dem Schöfflinger Kunsthaus zu dienen. Das wird komplett gestioniert von einer Madame von der Gemeinde. Beim Hund hat kein Mordeljur, kein Personalpunkt um Mordeljur. Dafür ist froh, einfach unter Chef rot, wie lief das auf? Kannst du jetzt weiter Informationen geben? Ich will aber just direkt rausschießen, dass wir wirklich bedauern, dass das Syndikat eben das weggeholt hat, für sich um den Schöfflinger Kunsthaus zu bekümmern.
bedauern dat, mei bon, moet er auch nicht mehr Informationen, und dafür wäre laut froh einfach, kannst du dazu, oder willst du dazu, mehr Informationen geben. Eigentlich habe ich keine Lust dazu, Informationen weiterzugeben, wenn wir schon nicht auch sehen, weil ich weiß, dass einzelne Kollegen gegen halb zwölf diese Sitzungssaal müssen verlassen. Ich will aber gerne sagen, dass das richtig ist, was du gesagt hast, dass die Gemeinde umgegangen ist, sich Gedanken zu machen, der Schäferhut, wie man die Galerie da, die man so, in der Lokation haben, wie man die können, dahin bringen, dass sie für 2022 eine Galerie da ist, die Schöffling, wo Schöffling mit dem Mittelpunkt steht. Der Ausgangspunkt und die Überlegungen von dem, was den Schäferhut dazu gefordert wird, dass eine Analyse, die gemäht ging, was die Auslastung, aber der Stellenwert von der Galerie da ist, per rapport zu den vielen anderen Galerie da, die hier aus dem Land sind, und wir zu dem Schluss kommen sind, dass wir eine gewisse Professionalisierung an die Galerie da wollen herabbringen. Schweren Herzens muss ich sagen, sind wir zu der Decision kommen, für zu sagen, okay gut, das kann natürlich nicht von Benevolen, die vom Syndikat Initiativ gestaltet sind, kann das geschehen. Ich will auch nicht über meine Befindlichkeiten so, und die ich an dem Gespräch hatte mit Madame Simon Wenzel. Ich habe gedacht, dass es das ein positives Gespräch ist. Ich habe aber erwartet, dass die Bausen, zumindest von den Leuten zum Syndikat Initiativ, das nicht mit Applaus abgeholt hat. Das ist eben so, wenn man eine Decision hält, wo in einem etwas von den Menschen auch mit Herz und Seele gemäht hat, wäschelt, dass ihn das dann an einer Hand geht. Das war mir also, da war ich mir total bewusst. Aber wenn ich gerne etwas für die anderen, dann muss ich heute so Decisionen holen, die die Mengen vielleicht weiden. Das ist falsch, dass man einen Damm ausstellen, die Lutschation von dem Syndikat. Wir engagieren einen Madame mit einem Contrat de Prestation, de Service. Als Conseiller kulturell für 6 Monate. Das ist ein anderer Approche. Wir haben noch ein Gespräch mit der Madame gefordert gerade. Wir sind noch zu Überzeugung gekommen, dass das der richtige Weg ist, den wir sollen angehen. Aber wirklich besonders beim Blick auf S22, weil auch von den Leuten von S22 nicht so gesichert ging, als wir gesucht ging, als die Galerie da. Die soll mit an eng von der Galerie kommen, die immer im Mittelpunkt stehen von Esch 22. Aber auch du haben wir keine schriftlichen Dokumente. Vielleicht das sind mündliche Gespräche, Zusagen oder Ideen. Ist das Idee wie Zusagen? Wir wollen, dass wir mich auch mündlich Zusagen, Engagement können bedeuten, gehen ich davon aus. Dass wir auf die Weg gehen, für uns Galerie an eine gewisse Professionalisierung heranzubringen, dass das nicht die falsche Weg ist. Niemals, also aber auch darüber durchgehen, für alles mit, von dem Engagement, für zu gucken, wie das läuft, auch eine Person anzustellen als Galerist. Wir wollen, wie gesagt, die Stellenwert von der Galerie du hast das angehen und wir wollen der Galerie einen gewissen Corporate Identity geben, mit einer gewissen Ausrichtung, die an dem Contrat der Prestation mit der Madame angeschaut ging, dass den an unseren Überlegungen ganz weit geht. War ich so nicht mehr, wenn ich Leute bestürde, wissen die mal den Rest, die wissen nicht, wo der Ende ist. Ich gebe so einen Heim auch einen Rest, wo wir auch nicht wissen, wo wir enden. Wir sind einfach heute dran. Eine neue Chance für den Defi, die wir uns stellen, für den können gerecht zu gehen. Ich denke, dass wir sind im Gang, die Contrat, die Prestation du abzustellen, und effektiv als Gedürftige vom 15. November und verpaut. Ich will nur eine kleine Bemerkung dazu machen, also wir sind so, wie wir in der Gestalt gehen, sie ist dann das Lohn, wenn ich richtig verstehe, es gibt eine Madame, die uns konsultiert, wie MC Consulting, die uns begleiten, eben für dann einen
Ich will selbst sagen, dass es, ja, ich will ganz, ganz spontan darüber gedacht, wir sollen ja nie vergessen, dass es trennt, ja, dass es die Galerie gar nicht gehört, dass wir just da lohnen. Was ich so ein, gehen nicht da neu, die Kontrakte lief doch gleich auf. Ich hoffe ja dann, dass, dass wir den Kontrakt verlängern, nicht, dass wir hier nur Galeristen haben, aber keine Galerie mehr. Wir sind so froh, dass ihr immer die Remarke macht, die wir immer vergessen zu machen. Schulden nun, dass unser Sekretär das notiert hat und dass wir das dann nicht vergessen, entsprechend zu machen. Die Mehrheit ist ja darauf aufmerksam, von der, ja, von der Invitation für eine Sitzung nicht zur Zeit kriegt. Die Mehrheit ist darauf aufmerksam, weil man muss gucken, dass ich fand das richtig, richtig gut. So soll in Oppositionsarbeit machen, ganz konstruktiv. Was die Majorität schaffen, dann da sind wir schon im guten Weg. Weißt du, Anders, ich kann noch Mailen machen, ohne, das muss ich heute so, und wissen wir, da vier geheißen, dass ich dann heute sonst profitiere vom Mikro. Nein, sonst, Ich fand zwar das Gespräch heute ziemlich. Bedauern, nicht einfach. Ich hatte einen guten Launch, ich meine, ich auch noch. Also, ich werde noch besser gehen. Voll. Versehen. Jo, mal doch. Versehen. Ich habe schon in meinem Leben schon so viel Macht gemacht. Das fährt mich nicht an. Gut, nach einer Saison zum Korrespondenz und Information. Da können wir noch eine Dreiviertelstunde das aufschließen. Wir kommen bei der Kommission. Wieder ich kenne auch die Schule allein. Und, das ist also das ist die Approbation von den Postverbalen aus dem 20, vom 20. September, aus der Gemeinschaftssitzung vom 20. September, respektive vom 5. Oktober. Wieder dazu etwas zu suchen. Nervigerweise. Ja, ich. Das ist mir aufgefallen beim Prozess-Verbal vom 5. Oktober. Da hatte man mehr zwei pertinente Fragen gestellt, was war im Motto Giulio, kein Punkt, Info vom Bürgermeister. Ich hatte einfach gefragt, wir dürfen zwei Fragen stellen. Das war notamment, also darum ging es um Zusperren von den öffentlichen Toiletten an der Installation von einem nicht öffentlichen Parking. Wo wir Fragen gestellt haben, ich wäre froh, wenn wir könnten das bei der Prozess-Verbal vom 5. Oktober beisetzen. Ja, also meint, dass der Druck gehört und man sagt, und dann der nächste Schaffergut und dann machen wir weiter. Komplettieren. Wir als Amateur vier Punkte in den Rand zu bringen, die dann als Prozessverbalen entsprechend werden verlängern. Geht es nach so einer Remark? Nein, mit der Fall. Da kommen wir auf den Punkt 3. Du kriegst eine Leckwitfurt. Merci, ich werde das ein bisschen kurz machen. Das leidet auch schon an der Natur von der Sache. Wir sind halt bei einem Aufnahme vom Reglement von unserer Zirkulation. Also, wo man noch etwas nur zu wollen, an der Ellerstraße zu haben, zwischen den Häusern 586, wo die kleine WDRF geht, über die Servitüte, was ein Spielplatz sind. Und da wollen wir dann als Reglement aufpassen, dementsprechend, dass wir da ein Parkverbot machen für, ob den, für den WDRF. Dazu ein Froh. Das ist nicht der Fall. Dann nur Wort, das geht immer mehr Weimarskirch. Mehr Weimarskirch? Ja. Mehr Agovic? Ja. Madame Caputo? Ja. Cativelli? Mehr Eireise? Ja. Valli? Ja. Mehr Guter? Ja. Almes? Ja. Mehr Kill? Ja. Madame Kuhn? Ja. Mehr Lequi? Ja. Mehr Marki? Mehr Notum? Ja. Mehr Schütz? Ja. Mehr Spaus? Mehr Lequi, der wird weiterhin fort. Merci für das Wort. Merci. Und da machen wir dann einfach Schuss, denke ich, Konfirmation. Vom Reglement von der Zirkulation noch heute wird gesehen, dass bei Chantier Hund lernst Gemeng, Heidinger Stroß, Tisch der Liberationsstroß bis Albert Kaiser, ja, da, Kaiserstroß, an das aufgrund von Rezo-Serbischten an Chauvage Urbain, den da gelöst wird, das ist dann noch direkt zu vom 29.10. bis zum 22.11. bis der Chantier da so fertig sind. Wir können aber sehen, dass vielleicht Handen raus nicht gerade abgeht, wenn es dem Rhein die war, weil da verschiedene Speisamstände man können gemerkt haben, und ganz drischen ist, wenn es der Dichtheit von den Rehen, die da gelöst sind. Ich bin froh dazu. Ich will just von dieser Platte aus all den Leuten merci sagen, die verstehst mir schon, dass ein Baustelle nicht so kann organisiert gehen, wie Jitrin das persönlich gerne hat.
dass ein Stroß oder ein Affärt mit Breit muss sein, dass ein Trottoir mit Breit muss gehen und so weiter. Voilà, au Wort. Herr Weimerskirch. Ja. Herr Akovic. Ja. Merci, Herr Bürgermeister. Der erste Punkt sind da zwei. Der den, dass ich lieber mit dem Schöfflinger gemein, mit dem Tennisclub von Schöffling, wie ihr alle gut in den Historie kennt, wisst ihr, dass man seit 1990 als Gemeinde Kontrakt tun mit Tennis, das war derzeit Herr Frischmann, Herr Thorn, wie die Tennishalle gebaut ging, wo doch damals ein Loyer aufgemacht war von demals, 1 Million Lützebäuer Frank. Dafür ist es doch ganz so schwierig, wenn ihr Sachen mit denen verwechselt. Wir sind immer am rechten Mal 43,39. Das könnte ihr ganz so auf ganz komisch Geschichten, die da dran sind. Die Konvention war damals aufgemacht, genau 1 Million sind 25.000 Euro. Dann haben Anpassungen stattfanden mit dem Chefrat von der Madame Stein, zusammen mit der Madame Schilz, die derzeit Präsidentin war vom Tennisclub, von dem Tennisclub an Michelin Discher war. Und auch dann noch zwischen dem Herrn Schreiner und dem Herrn Defeis, wo auch damals eine Konvention gemacht gesehen. Das geht zurück auf die Jahre 1999, 2000, respektive 2003, 2004. Wo durch eine Leute aufgemacht gesehen, wo dann seit 2004 die Leute auf 20.000 Euro die Jahre festgesetzt genannt, die den Tennisclub zahlen. Auch das Konvention gesagt für, dass es 20.000 Euro sollen sein, die den Tennisclub muss bezahlen, mit sie verschiedene neue Präzisionen dran sind. Daran kommt, notamment die, dass wir im Moment auch ein Restaurant durch die Läden und dafür als ganz klar festgehalten gehen, dass der Kontrakt heute vom 1. Januar, vom 1. Dezember 2019 lebt und ein Dürre hat von 3 Jahren, dass die Leute festgesetzt haben, dass ab 20.000 Euro, dass auch definiert, die werden im Charge darüber raus vom Tennisclub aus, aber im Charge als von der Gemeinde wird durch die Obligation angehen und das auch ganz klar definiert, die werden freien von der Lokatär von der Brasserie, respektive das ist ja kein Rest, also Brasserie Parda, für den falschen Term, den ich da benutzt und dann die heutige Konvention gibt dann, also nach Schulbeginn, den 8. Oktober 2019, und sie gibt da Laufen, wie am Vierfeld gesagt, für Dürre von 3 Jahren, und da kann sie revisiert gehen, respektive sie gibt das Sied weiterlaufen. Du zu fragen, Herr Feierhäuser. Ja, ich wollte just eine Frage dabei stellen, ob ich nicht hätte, wie denn dann den Kontrakt noch schreiben, am Fall, wenn der Tennisclub eine Zulokation gibt, machen für seinen Tennisterrain. An der Vergangenheit oder, waren mal schon Firmen da, die die Terrain gelohnt haben, für hier Aktivitäten zu machen. Wir haben ein Gemeindereglement, was ihr seht, wenn es eine Zulokation muss, musst du 50 Euro musste dann der Gemeinde zukommen lassen, weil hier kann die kommerzielle Aktivität mal stattfinden. Aber ich hätte nicht wissen, etwas dazu sagen. Weil das geht ja in der Vergangenheit, nur für kurzem nach, dass ein. Kannst du mal in die Kurve gehen? Das Surfer, ein Tennisschild von Jean Müller, die haben dort Terrain gelohnt, für dort zu spielen. Ne? Ob ich nicht ein bisschen eine Zulokation könnten dran setzen oder müssten dran setzen. Ich kann den Hinweis, ich meine, den Tennisclub den ist permanent an der Zulokation. Man sagt, Tennisterrain, egal wen du spielst. Ja, mit alle Sie. Egal wen du spielst, den musst du viel bezahlen. Ich meine, wir gehen hier von einer Philosophie aus einem freieren Kontrakt raus, dass man so okay, das tun aus der Leute. Was ich natürlich, das tut bei allen Vereinen, auch Schöfflinger Musik, heute soll. Wenn du irgendjemand dran singen könnt, dann hört Schöfflinger Musik nicht recht viel zu tun. Du musst also 750 Euro bezahlen, weil Schöfflinger Musik nicht bezahlt. Auch der Hans-Sportverein hat ja eine Möglichkeit, dass er seine Lokalität in der Zulokation muss machen, dass er dem Chefrat Dinge schuldig ist. Also, 70 Euro. Voilà, also das schmengen. Okay, wir können natürlich alles in einer Konvention festhalten, an einem Kontrakt festhalten. Also Kontrakt, die sich darauf basiert, ob eine Lokalität ja Disposition gestaltet wird. Und ich denke, dass dem Tennis natürlich nicht erlaubt, für du eine Zulokation davon ihren Terrain zu machen.
kann ich natürlich nur Satz dran setzen, für zu sagen, dass das keine Sulokation dran ist. Ich so nicht, den Terra geht permanent Sulokate, wenn ich den Terra bin, ja, ich bin nur ja, genau, was du so, und wir wollen ein Solo, ich mache eine Tennisshow, wo die Leute bei mir bezahlen, und ich gehe als Privat-Tennisshow hin, und ich meine eine Lokation, Solo, ich hätte gerne alle Mäden und alle Donnerstag Morgen zwei Terren, die reserviert sind für mein Boot. Dann ist das eigentlich aber eine Kommerzialisation, und nicht, wenn ich ein Abonnement hole, so, und ich komme alle Mäden Morgen und alle Donnerstag Morgen bei mir Tennis spielen. Tennis spielen. Okay. Du stehst ja die andere Seite, so schnell kann ich nicht chasen und schleier kann doch nicht bis dahin. Nee, ich... Ich baue mich nur aufmerksam gemeint auf den Artikel zu. Ich lese es den mal heute vier. Locataire ne pourrait ni céder les droits acquis en vertu du présent bail, ni les sous-louer sous peine de résiliation du contrat et sans préjudice. Ich bin da doch juste für das Restaurant geholt, nicht für Tal selber. Also ich meine, das kann ich aber interpretieren für ganz Tal, Herr Jurist. Wir wollen schreiben, à l'exception, toutefois du local commercial. Ja, okay. Exception, ja. À l'exception, ja. Du viel. Merci, Marc, für den Gemach. Menschen in den Kontrakt richtig gelesen. Okay. Ich hatte das bezogen auf den Rest, damit das aber richtig ist. Wenn du den Satz richtig liest, dann... Das sind noch kein Locataire, weil den Tennisclub geht normalerweise nicht in den Terra weiter, wo Leute die bei ihm Mombo sind. Ja. 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 Nee. Ja. Nee, ja. Muss sehen. Ja, ja, ja. Ja. Okay, das ist okay. Das ist okay. Ich hatte das falsch verstanden, ich ziehe mich froh, dann natürlich zurück. Dann brauchen wir die nicht an der Posse Werbung schreiben. Aber du kannst dich einfach draufschreiben, du kannst dich einfach Spaß draus machen. Geht es noch eine Frage? Ich invitiere die Jolle-Gurren den 25. November bei einem schönen Tennis in Generalversammlung. Geht mal dahin, da lässt du mal die Zöllen, die du gesucht hast. Noch eine Frage? Nein, wo wird? Herr Weimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Herr Caputo, ja. Herr Trattivelli, Herr Feierreise, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Voda, ja. Herr Kolmes, ja. Herr Kipp, ja. Ja. Herr Lüppi, ja. 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 Du kommst mal vom Sport River bei, nach einem anderen Kontrakt. Die Lokation, du geht es um ein Kontrakt der Lokation an unserem Centre Senior, wo es darum geht, um 12 Euro per Dupont, wo es darum geht, eine Wohnung zu verlohnen, und zwar das Appartement Nummer 2. Und du gibst dich bedrohen, die Loyer von 410,47 Euro plus die Freie von 147 Euro im Monat, das ist ein Total von 557,74 Euro. Und das wird dann ein Kontrakt zwischen der Schöfflinger Gemeinde und dem Herrn Luigi Parfetti. Und das ist die Wohnung, die bislang immer den Herrn Breckler hat, den Nimmelöder wohnt. Und das ist die Wohnung, die hier überholt. Das ist ein Froh. Das ist nicht der Fall, Wort. Weimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Herr Feierreise, ja. Herr Valli, Herr Gutter, Herr Kolmes, ja. Herr Kilm, ja. Herr Dampun, ja. Herr Löffwi, ja. Herr Machki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, ja. Herr Spatz. Ja. Der Punkt 5, von den, früher das bei der Punkt 6, du hast in aller richter Platz in Konvention am Kader von unserer Realisation von einer Piste Klable, von den Hüdlen Ruf, lernst Société Avicole hier in Heusischer, bis dann bei der Gemeinde hin, du aus einer Konvention unterschrieben gegeben hast, den Konsorten Adelio da Silva, José Alfonso Rodriguez und dem Herrn Nureddin Ismaili, concernant eine Parzelle mit der Nummer Kadastral 3792-9292. Die 4820 cm groß ist. Und für das man lernt die Brücke, die hier besteht, die Velospiste so können aménagieren, dass sie nicht vom Velo muss klammen und dann auf einer Riederspur hin oder weiterfahren, brauchen wir plus oder minus 4 Quadratmeter Fläche.
die kaufen wir auch für 3.000 Euro. En Contrepartie gehen noch eine Reihe von anderen Arbeiten realisiert auf der Proprietät von der Parzelle, wo ich schon noch gesagt habe. Notamment geht die Terrasse, die dann umgeändert wird, reaménagiert, können dort zu einem Reaménagement von Parkingsmöglichkeiten, es könnte zu einer Installation von einer Klotüre, es könnte zur Installation von einem Abri de Jardin, es könnte zur Installation von Palisaden, es könnte zu einem Recouvrement von drei Treppliken an den Garten. Also, dass sich die Konvention nicht limitiert auf die 3.000 Euro mit Leinach. Einer freien Handen drunter, die zu einer Valorisation von der Parzelle, die einerseits sehr sicherlich feiern, andererseits auch die Möglichkeit gehen, dass man als Velospist so können aménagieren, dass sie ohne Gefahr von den Hudeln bis Ruf bei Gemeinden kann fahren, man will. Gehen nicht dazu froh, machen. Das ist nicht der Fall, dann nur Wort. Herr Weimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Herr Caputo, Frau Dantavelli, Herr Freireisen, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Boder, Herr Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Löckwi, ja. Herr Marki, ja. Herr Noto, ja. Herr Schütz, ja. Herr Spalz. Ja. Dann haben wir eine Konvention geleihen, die wir schon ein am Gemengerot hatten, nämlich die Konvention mit der Maison des Oeuvres. Die Konvention geht dahingehend umgeändert oder erneuert, wie das Maison Relais nicht nur mindestens Mittwochs und Freitags von den Lokalitäten profitiert, sondern eben auch Dienstes und Donnerstes. Nur mittels, was nicht viel gesehen war, waren wir an der Obligation für diese Konvention dann ein Kehr zu erneuern. Das geschieht mit dem Wort davon Haut. Den Tarif der Utilisation, den hat festgelegt auf 300 Euro pro Tag. Da sind freie Konsumation nur Elektrizität und Gas compris. Wir, die wissen, dass wir sozusagen eine Vierfinanzierung gemäht von alle Möglichkeiten, die haben geschaffen, dafür, dass sie kann zu einem Agreement kann kommen, die wir kriegen sozusagen da fiktiv Rechnungen bis zu dem Datum, wo dann eben die Unkosten, die wir hier gelöst haben, wie sie dann aufbezahlt sind. Die Konvention wird ab 3 Jahre aufgeschlossen und sie fängt an auf den 15. September 2019. Gehen dazu vor, wir machen das nicht der Fall, dann ein Wort. Herr Weimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Madame Caputo, ja. Madame Cattivelli, ja. Herr Feireisen, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Godard, Herr Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Löckwi, ja. Herr Marki, ja. Herr Nutu, ja. Herr Schütz, Herr Spalz. Ja. Ich habe gerade festgestellt, 15 Konzerne gehen durch für 3 Unterschriften zu machen. 15 Konseille gehen durch für 3 Unterschriften zu machen. 15 Konseille. Die Zeit für dir gefühlt, die sind schon unterschrieben. Ich wollte mal getestet, wie lange ich effektiv mal brauche. Dann nehmen wir eine Konvention, da leihen mit dem Gestionär vom Schöfflinger Jugendhaus. Eine Konvention, die aus dem Engagement von der Gemeinde respektive vom Staat fixiert, aufgrund von den Suchen. Die wir den Maison des Jeunes zukommen lassen, dass das einerseits Konvention am Jugendhaus Teil Kelt, Friede Salär und Friede Funktionnummer an der Größenordnung von 160.000 und 140 Euro, abgeschlüsselt auf Friede Salär von 143.779 Euro, auf Friede Funktionnummer auf 24.269 Euro und dann ein zweites Annex à la Conversion, als dann die sogenannten Outreacher, die im Englisch für 4 Jahre an die Leben gerufen, nicht in 2 Jahre an die Leben gerufen gehen, als wo auch Friede Salär und Friede Funktionnummer auffallen und dort mit 49.000 Euro würde zu der Konvention etwas zu suchen, zu freuen. Das wird der Fall dann noch Wort, wenn es geliebt. Herr Weimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Madame Caputo, ja. Madame Cattivelli, Herr Freireisen, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Godard, Herr Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Löffri, ja. Herr Marti, Herr Otum, ja. Ja. Wir haben noch eine weitere Konvention, neue Vierlein, und zwar ist das Konvention mit diesen Büsch-Zwergen. Büsch-Zwergen, Tapas, das sind Avenant zu derselben Stelle. Da gibt es eine Konvention aus dem Jahr 2018, heute den Avenant, den definiert, aber wie viel suchen wir für 2019 an Disposition?
versetzen, die Konvention aus dem Jahr 2018, da zu sich nicht drunter geändert gehen, wo sie just wissen, ich meine, da sind Leute dabei, die an einer ähnlichen Situation sind, dass das Finanzament ein bisschen changiert wird, dass das über die sogenannten AIS wird laufen. Und genau das ist am Artikel 15 eine kleine Änderung, die dazu kommen ist, wo sie noch wissen, dass die Konvention hier sozusagen eine Estimation ist von den Freien, die an den Häusern werden auffallen. Das Gemeinde Schöffling kriegt hier laut Konvention eine Estimation gesucht von 100.302 Euro. Bitte tut so ein Vor, ein Remark. Das ist nicht der Fall, der noch Wort von uns geliebt. Herr Reimerskirch, ja. Herr Alkovic, ja. Madame Caputo, ja. Madame Candivelli, Herr Feierreisel, ja. Herr Florelli, ja. Herr Godard, Herr Kalmes, ja. Herr Kim, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lüppi, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, ja. Herr Spanz. Ja. Das nächste ist ein Kompromiss der Wand. Der Punkt 7, ein Kompromiss der Wand zwischen der Gemeinde an der Société der Responsabilité Limitée RIC. Und zwar betrifft das: Le vendeur sait d'un garage 6 à Chifflanche rue Eugène Heinen inscrit au cadastre comme suite. Also, da drüben an der Eugène Heinen Straße ein Terrain von engem R an 31 Cent an dat an der Grenznennung von 30.000 Euro. Gehen tot zu frohen, denn Herr Agovic. Was für ein Zwecker gibt die Garage kauft? Das sind die Garage, das besonders auch den Terrain. Die wissen, dass wir im Gang sind, zu gucken für uns. Lady Schmidt-Schul, zu vergrößern, einen U-Bau eventuell zu envisagieren und für auch zu gucken, dass man die Schule hat, die nicht den Normen sich entspricht, von der Größe hier zumindest, für den entsprechend zu erweitern. Das ist eng von den Flächen, wenn du den Schule holt von der Lady Schmidt-Schule, die Leute hier an ihnen drinnen, die Leute so in Terra, genau den Terra, also hier ist eng, den Terra ist das Ruhrgebäude gehen, en vue von dem, was wir da wollen. Wollen machen und wir haben da den Terrain dann kaufen. Wir werden noch gucken, die anderen Terrain auch zu kaufen. Rein froh. Das ist nicht der Fall, dann noch Wort von Sprich. Herr Weimerskirch. Ja. Ja. Ali, Freireise. Ja. Ali. Ja. Godard. Ja. Herr Almes. Ja. Herr Kind. Ja. Herr Kuhn, Herr Löffri, Herr Marki, Herr Totum, Herr Schütz, Herr Spahn. Ja. Vor der Approbation kommen wir dann bei Punkt 8, und da geht es um ein Devis supplementär oder komplementär, wie immer da will. Klingt passen. Klingt passen. Herr Löffri, du zuhörst. Okay, merci. Ja, wie immer ich das schon gesagt habe, ein Devis komplementär. Und das für das Schulgebäude, wenn wir ja wissen, dass wir Maison Relais oder Mechanismen dezentralisieren, dann ob das Schulgebäude noch weiter ausweiten. Und wir verschiedene Änderungen nach müssen machen, die aufgrund von unserer ersten Devis, die wir hatten, den wir schon den 15. März gestimmt haben, von 86.000 Euro, meinst du, rum, oder 87.000 Euro, muss man das weiter erweitern, für eben das Gebäude dann dementsprechend konform zu machen. Detail den Arbeiter werden an ihrer Probeier allein, also die schon eigentlich mit der TWA rund 75.000 Euro, die man eigentlich müssen, an die Gebäude da investieren, wo müssen investieren, für die konform zu kriegen. Ich bin nicht dazu froh, das ist nicht der Fall, dann noch Wort. Herr Weimerskirch. Oui. Ja. Herr Cattivelli, ja. Herr Feireisel, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Godard, ja. Herr Kalmes, ja. Herr Kill, ja. Herr Kuhn, ja. Herr Lüppi, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, ja. Herr Spaß. Ja. Ja, wie das mal heil und neuen Devis gestimmt, muss man den entsprechend noch an den Budget ausschreiben, das geschieht eben durch Inskription von dem Kredit mit 270.000 Euro. Darauf hin wird sich ein Boni von 3,83 Millionen auf 3,76 Millionen reduzieren. Gehen nicht dazu froh, das ist nicht der Fall, der nur Wort. Herr Weimerskirch, oui. Herr
Jakovic. Ja. Madame Cattivelli. Ja. Madame Dorelli. Ja. Herr Feuerreisen. Ja. Herr Gotter. Ja. Herr Kalmus. Ja. Herr Kill. Ja. Madame Kuhn. Ja. Herr Löffri. Ja. Herr Marki. Ja. Herr Notum. Ja. Herr Schütz. Ja. Herr Spahn. Ja. Nächster Punkt konzerniert Subsid ordinär, die wir alle als Vereine verdienen. Gut, also die Gemeinde Schöffling ist ja in der ganz guten Situation, dass man immer mehr Suche kriegen vom Staat. Und für dass wir heute so stark fußen. Gut, die Menge durch das gehen ist herrlich beruhigt. Die Suchen, die an den Zirkel kommen, von unseren Subsidien, die baut hier auf dem Pro-Commercial, die wir ankriegen, respektive auf den Dotation de l'État. Das waren, Gesundheit. Merci. Das waren am Jahr 2018 27.000 Euro, 27 Millionen Euro, das sind am Jahr 2019 32,19 Millionen Euro gewischt. Das mit 0,6 multipliziert, dass man nicht 163.272,13 Euro in als Verein ausgehen, wie 193.141,74 Euro. Müssen Vereine dann hier entsprechend Questionären rarischen, aufgrund von den Questionären und den Punkten, die du gehen, geht es dann irgendwann ein Schlüssel ausgerechnet, wie viel E-Punkt werden. Also aufgrund von dem Schlüssel kriegen Vereine dann das Subsid X oder Y. Das ist so, dass man das Jahr, also die Balkeverein, die Mann kriegt, das sind 59 Vereine kriegen ein Subsid, 8 Vereine kriegen kein Subsid, 3 Vereine sind kein Questionär sich gekommen. Drei Vereine sind in den Questionnaire sicher gekommen und haben nicht mit zurückgebracht. Und zwei Vereine sind hinter 2 Uhr und haben nicht kein Questionnaire mit sicher gekommen. Und gehen dann auch von der Löscht gestracht. Voilà, die hat für und schleien die Zöllen, die Vereine oder die Suchen, die Vereine kriegen. Gehen nicht dazu frohen. Kein frohen. Dann auf Wort, ihr wisst, dass wir im Gang sind, also als Subsidiereglement auch entsprechend anzupassen. Wir gucken aus den verschiedenen Reglementen ein Ganzreglement zu machen, mit Referenzen nur auf den Questionnaire. Ihr wisst, dass wir im Gang sind, darüber nachzudenken, wie man die Notion von der Umwelt, wie man die Notion von der Solidarität, von der Jury habe ich noch mehr stark können mit dran machen. Das ist wahrscheinlich der Fall, dass man das mit März oder April ein neues Taxereglement vorlegen. Voilà. Wo wird? Herr Weimerskirch. Oui. Herr ja. Abovic, ja. Herr Feuerreise, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Godard, ja. Herr Kalmus, ja. Herr Kill, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Löffri, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, ja. Herr Spaus. Schlicht. Du hast gefragt, wie es eine Pferde ist, gegen Hauptmann der Gemeinde. Ja. Dann haben wir uns den Punkt 11. Präattribution von einer Stunde Congé Politik. De Gilbert Godard, den hat eine Stunde Congé Politik zu gut, die wird seine Aktivitäten bei den Syndikaten. Wie das den Gilbert Godard decidiert, definitiv dann an Pension zu gehen, für den wir ihm all Gutes wünschen. Schon mal so gelassen, gibt es eine Pension genießen, an dem man kann er kutschen hin und her für dann stolz Papa da sein, du Freund. Die Reattribution von dem Congé Politik, die sollen den Herr Yves Marchi gehen, das muss man aber heute mit einem Wort akkordieren. Gehen nicht dazu frohe Remarken, das ist nicht der Fall, dann ein Wort. Herr Weimerskirch, ja. Herr Akovic, ja. Herr Caputo, ja. Herr Fattivelli, ja. Herr Feierreise, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Godard, ja. Herr Kalmus, ja. Herr Kill, ja. Madame Kuhl, ja. Herr Lecuy, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, Herr Spalz. Dann alles von dem neuen Kontrakt, der Lokation und den Obligationen, die sowohl der Gemeinde, wie besonders dem Tennis, erfahren haben wir auch die Fixation von der Anonymität von ihrem Gart,
Terrain adaptiert, die Indemnisation, die beliebte Schlo auf 92 Euro Index 100, das sind knapp 750 Euro. Ich will fairness halber so, dass den Gart Terrain für seine Arbeiten, die für drunter gemäht wird, 450 Euro kriegt. Können Sie dazu frohe Remarken? Das ist nicht der Fall, wo wird? Reimerskirch. Ja. Ja, Cativelli, Beireisen, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Goddard, Herr Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lepuy, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, Herr Spautz. Ja. Dann haben wir in der Punkt 13 die Attribution von Montre de Mérite. Wir sehen, das sind also Leute, die über 20 Jahre am Dienst für die Gemeinde waren. Das sind das hier relativ mehr wie sonst. Das ist einerseits mit Nathalie Pauli aus dem Service vom Travaux Neuve Infrastruktur, die auch für das Budget zuständig ist, oder die koordiniert, das ist mit dem Valeriani Sandra, die am Service der Urbanismus und Development Durable schafft. Dann aus dem Atelier eine ganze Reihe von Kollegen, den Romain Bertrand, den Jean-Luc Bocci, den Alain Dax, den Christian Halstorf, den David Ongaro, den François Reichel, den Carlo Schenten, den Marco Schneider, und dann eine Reihe von Lehrerinnen an einem Schulmeister, der Schulmeister ist Iva Schivener. Die Lehrerinnen sind Lorin Scheiven, Carol Materazzi, den Damien Heva, so eine von den Männern, ja, Tina Giannessi und Katja Brunelli. Gehen Sie zu Fragen, Remarken? Das ist nicht der Fall, oder? Das sind keine reife Leute. Nicht verstehen. Sind das keine viel, das sind dann das viel, das ja, geht doch, du für mich ein Bülle schauen. Ich bin nicht darüber hingeschaut. Hast du da aber verstanden? Ich war ja das letzte Flughafen, nur für 1,20 Euro zu kaufen. Ja, das ist aber wirklich, aber das ist ja flott von der Mund, damit das geht aber dann ein... Das ist nicht die Steinsche. Herr Weimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Madame Caputo, ja. Madame Cativelli, ja. Herr Feireise, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Goddard, ja. Herr Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lepuy, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, ja. Herr Spautz. Ja. Herr Spautz hat eine pertinente Remarke mit den Damen und Herren Schulmeistern, die meine Altgestalt haben. Die schaffen eigentlich 20 Jahre am Dienst von der Gemeinde, das praktisch 20 Jahre hier, dass man Nelly Steinschule mit einer neuen Zirke herabholen. Sie sind nicht alle an der Nelly Steinschule umgestellt, mit dem uns immer neue Lehrpersonen müssen rekrutieren. Und, die sind alle spät, sodass ich weiß, dass Nelly Steinschule besteht schon nicht vor 20 Jahren. Voilà, nur diesem flotten Akt, wo man die Leute auf der richtigen Platz werden, merci so für die 20 Jahre Dienst, die sie gelegt haben. Nicht am Ritt. Ach, nicht am Ritt? Ganz schön. Wir können dir, haben wir noch ein Datum schon fixiert oder nicht? Nein, nee, noch nicht, okay. Nein, an der Finanzkommission hast du doch gesucht mit dem Datum. Das ist schon eine Menge an der Rande. Ich will aber zur Finanzkommission aber so. Also, ich will aber zur Finanzkommission suchen. An alle Finanzkommission lehne ich fest, wenn ich die nächste Sitzung aus. Und wenn du in der letzten Minute dann nach der Invitation könnt, für dann direkt den Beamten zu telefonieren, heute in einem halben Tag müssen wir erst da sein. Bon, wir haben an alle Finanzkommissionen immer festgelegt, finde ich. Wir haben sogar an der Finanzkommission Daten fixiert, finde ich mir als Finanzkommission merken. Die hat recht, Herr Feierreisen. Ich gucke aber, dass wir den Datum von unserer Aure verdienen, das Thema Zeit. Also, das ist nur für dritt, Herr Buschmecher, dass wir das nur vier gehalten haben. Ich will jetzt nur mal eine App zu suchen. Wir haben schon eine Finanzkommission festgelegt, die also nicht in der Aufgabe gibt, wo wir sie festgelegt hatten. Und dann ist es definitiv schwer, sich immer darauf zu verlassen, dass die Datum, die wir da schon 3-4 Monate vier Drohnen ausgemacht haben, dass die dann noch angehalten gehen. Auch Dauerzeiten sind nicht immer angehalten gehen. Und es gesagt eben, das ist komisch, dass in der Finanzkommission, wo meinst der Präsident, den Herr Buschmeister auch ist, dass gerade an der Kommission, wo, sich nicht ein Reglement gehalten
behelligt. Dafür habe ich schon so interveniert, ich habe schon gesagt, und das hat schon mehr schon gemacht, wenn ich den Rapport von der Finanzkommission liest, dass man gerne, wenn ich die Invitation eine Woche viel drin hätte. Das ist gut recht, dafür das aber zu freuen und auch für sich können zu organisieren. Und ich habe dem Beamten schon gesagt, ich soll dem Präsidenten das, wenn ich die Mat teilen, für dass der Präsident auch mal darum denkt, dass die Invitation da richtig zum richtigen Zeitpunkt rauskommt. Nicht mehr an den Männer. An den nächsten Kehr, wenn das der Fall ist, werde ich dann rumkehren, das aber muss ich sagen, weil, Paul, wenn sie das tun, nicht tun, ist es relativ schwierig, sich zu organisieren, wenn sie dann so spontan gesagt kriegt, sie ist dann aber. Präsident, glaube ich, die Verbesserung nicht für alle Kehren, die sich excusiert. Ich bin ganz froh, dass ich immer im Viergehalle kriege, dass ich als Bürgermeister muss dafür sorgen, dass ich auch die Leute das immer mal Zeit mitteilen muss. So und dafür merci und ich glaube, ich habe Verbesserung, dass das nicht mehr wird, der Fall sein und ich hoffe, dass an einem Jahr, wenn dann alle Invitationen immer richtig zur Zeit kommen, als ich gesagt habe, den Herr Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass alle Datum mit Zeit mitgedehlt gehen, also dass auch alle Sitzungen so mitgedehlt gehen, dass sie nicht um 5:30 mehr um 6 Uhr hätten müssen hingehen. Also ich hoffe, dass das so verstanden wird, und ich freue mich schon auf die Luft, den ich nächstes Jahr ausschweizen kann. Ich verspreche dir, wenn ich deren Luft ausschweizen will, dann werde ich den Luft das auch selbstverständlich merken. Aber was mir, du hast mal ein bisschen gelesen, dann nicht gehen. Ja, ich weiß schon oft gelesen, nicht gehen. Was für die Löwe? Ja, genau. Du hast nicht gemäht. Ich sehe richtig Rose. Ai. So, komm her gucken, dass wir bei dem Wesentlichen bleiben. Das ist eine Gemengerotsitzung. Das ist der PAP Rue de Nürzern. Die PAP, den meine ich auf der Freie Chefferot zurückgeht. Ich kann mich noch erinnern, dass der Carlo Feuerreisen du als Singer dachte, du hast eine Präsentation gemäht, die aus dem Tageblatt doch noch entsprechend belöbigend durchgestaltet gehen. Kannst du mich ewig erinnern, du hast das vielleicht vergessen. Miss Wort. Wir sind bei dem PHP nur einen Schritt mehr weiter, und Herr Kalmes gibt es die notwendigen Explikationen. Merci, Herr Bürgermeister. Um der Konvention geht es eigentlich um den Projekt d'Exécution von dem PHP, den an der Rue de Nordsange ist, und der geht an meinem Promoteur aufgeschlossen. Und was das ein Objekt von der Konvention? Es geht einfach darum, für das, was am PHP festgehalten ist, für das umzubauen. Ich will daran erinnern, dass der PHP den 21. September 2018 gestimmt ging, als er noch vom Minister am März 2019 approbiert gab, sodass eigentlich die Realisation von dem Projekt, von dem PHP nicht am Weg steht. Woher geht es darum, für die Infrastrukturen herzustellen, für das da kann gebaut gehen. Es geht um Finanzierung von den Infrastrukturen, es geht um Zession vom Terrain, es geht auch um Zession von den Equipmenten, die eigentlich zur Infrastruktur gehören. In der Konvention steht dann, dass natürlich die Infrastruktur einbestimmen müssen, ob Kosten vom Promoteur gemacht werden, die muss die also bezahlen, sowohl Straße wie alle Götten, die innerirdischen Reserven, die da verloren gehen. Man muss Spielplatz aménagieren, man muss Straßengelied machen, alles, was eigentlich zur Infrastruktur von so einem Lotissement gehört. Wenn dann die Konvention hier heute GIF approbiert wird, dann muss man noch vom Minister eine Approbation kriegen. Aber wenn die dann immer ist, dann gehen es 2 Jahre, innerhalb von ihnen 2 Jahren, muss dann auch eigentlich die Arbeiten fertig sein. Es geht auch in die Wie, was die Infrastrukturarbeiten kostet, rund 770.000 Euro. Du musst auch den Promoter dann eine Garantiebank herstellen von rund 80% von denen Kosten für sicherzustellen, dass wenn ein Geo gefangen wird, dass das doch irgendwann noch ein Geo fertig wird. Das ist auch so, ich meine, wenn da mal die Infrastruktur abstehen, so weit fertig sind, normalerweise ist das Stroß bis auf den letzten Blech. Auch noch Durchschluss müssen, ob die verschiedenen Bauterrain gelöst sind. Es sind ja insgesamt 10 Logements oder 10 Häuser, die da hinkommen. Das muss alles fertig sein. Richtig, kann der Bürgermeister eine Baugenehmigung ausstellen für
dass du die Häuser können gebaut gehen. Voilà. Wie gesagt, es gibt eine Rezeption provisoire gemacht, nur der darf gebaut gehen, aber wenn alles fertig ist, gebaut das, pardon, dann gibt es eine Rezeption definitiv gemacht. Und dann, also auch das dem Moment, wo dann die öffentlichen Infrastrukturen alle Götten an Gemengen handhaben. Das ist eigentlich eine Konvention, die so einen gewissen Standard hat, und die natürlich so spezifisch auf den Projekt angepasst ist, und der noch natürlich am Einklang mit dem PAP, den du aufgestellt hast, muss realisiert werden. Ja, merci dem Herrn Kalmus, gehen nicht froh, den Herrn Feiersen. Ja, merci, Paul. Ich kann mich schon erinnern, wie wir damals über die PAP gesprochen haben. Da haben wir auch gesprochen über Sammelstelle für den Müll und so weiter. Und was durch so ein, schon in der Woche, aber das ist vielleicht nicht, muss man vielleicht nicht in der Konvention haben. Das ist schon so vom Leben. Am Punkt 2, der letzte Satz, wenn ich schon mal hier am Engel Paula zustimme. Clos couvert pour le placement des poubelles, commune pour le lotissement. Okay, das heißt, die Sachen, die sind aber dann alles matt gedreht gehen. Ich kann mich aber auch erinnern, dass wir auch geschwärt haben, irgendwann denke ich, und dafür war ich überrascht, dass es hier dran steht, dass ich natürlich auch keinen Gasausschluss machen kann. Dass wir irgendwann denke ich, auch hier geschwärt haben, für alternativ, wirklich, dass das ein kleines Lotissement ist, für eine zentrale Heizung, um einfach so für den Sito zu machen. Du gehst keine weiteren Überlegungen dazu. Ich dachte, das ist eigentlich gut gemacht. Weil ich stehe effektiv heute an, dass Südgas auch leichter gelebt. Genau, ja. Das anscheinend mit den Gemengen so viel gesehen, dass Südgas überall eine Leitung lebt. Kann man, okay, ja, okay. Lebt, ja, für die Leute so zu sagen. Richtig, also einfach, dass bei den Häusern, die dort gebaut gehen, eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr möchte. Durch Gasleitungen zu lehren. Ich gehe noch davon aus, dass kein Mensch sich wird darin ausschließen. Weil heute brauchst du für AA-Häuser brauchst du kein Gasausschluss mehr. Du musst eine Wärmepumpe, du musst so eine Panne auf dem Dach. Und es wird so sein, dass in Zukunft eigentlich bei so Neubaugebieten es wird so eine Lomolepes an den neuen Klimaplan wird es verboten gehen, eigentlich in Zukunft nach Infrastrukturen für das Gas zu verlieren. Das ist auch hier so, und Südgas wird sich schon ganz schlau an. Der Promoter muss die Gasleitung bezahlen, das heißt, Südgas möchte nicht den Invest brauchen, also auch nicht den Amortissement davon zu machen, an die Kosten gehen, an der Realität, ob die Leute, die dann hier nur dort Terra kaufen oder ein Haus zu bauen, gehen die umgelöscht. Merci. Also, das ist auch ein Punkt, wo man in Zukunft mehr genau muss drauf gucken. Es gibt auch noch nicht so ein Kit, dass die Gasleitung noch hier auch an der Konvention dran steht. Sie ist aber, will aber nicht unbedingt so, dass auch wirklich gelöst wird. Ich meine, das ist ein Punkt, wo man auch mal Südgas reinkommen muss, im Detail gucken, aber man braucht auch gucken, ob das noch wirklich Sinn macht. Für mich ist es kein Sinn mehr. Gut, also, okay. Also, ich bin mal selber darauf sensibel sind, wo ich mich auch darauf rationiert. Ich bin auf den Punkt hier gesehen. Ja, voilà. Okay, gut. Ja. Gut. Frage, ich wäre immer froh, wenn ich auch geschlossen wäre. So. Okay. Wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass man die Diskussion da hat. Und dafür, ich habe gelesen, und, ich glaube, okay, gut, dann ist das vielleicht mal Promoteur nicht weiter diskutiert gehen, vielleicht. Ja. Oh, wie das tun? Nämlich am Artikel. Ja. Ja. Sie ist froh, dass du meine Remarke so gut verhältst. Das ist auch als Luft zu verstehen, Herr Buschmisch. Ja, das finde ich. Ich strich gerade.
mal zum Wort gehen oder sind auch froh, wenn du denkst, dass du musst ihn nur aufklären? Nur Wort? Emmerskirch, Abovic. Ja. 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 Ihr müsst einfach wissen, wenn wir die Freilösch neu akkordieren, dann geht der Gemeinde zwischen 7.000 bis 10.000 Euro verloren. Weil wenn sie eine Freilösch aufholen, dann müssen sie ja bezahlen. Wir wollen, dass wir ein konvivial Gemeinde sind und wissen, dass auch die Feiern zu einer konvivialen Gemeinde sind. Proposieren wir euch, also die Freilösch, auf denen Daten so zu machen, wie wir sie heute proposieren. Das sind hauptsächlich dann die große Festivität, die drei Jahre Christa-Quatsch. Vorsend, den 1. Mai, Schöpflinger Fest, National Feiertag, natürlich dann das Christdeich und dann natürlich das Silvesterdeich. Ein Frau dazu, wo wird? Herr Weimarskirch. Oui. Herr Agovic. Ja. Madame Caputo. Ja. Madame Matuvelli. Ja. Herr Belli. Ja. Herr Feierreisen. Ja. Herr Gutter, ja. Herr Kalmes, ja. Herr Kill, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lepui, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum, ja. Herr Schütz, ja. Herr Spalt. Ja, das ist schön. Okay. Gut, dann wären wir fertig mit dieser Gemeinderatssitzung. Ich gebe euch ein Merci. Ich bin froh, dass der Carlo Feier in diese Räume kommt. Ich will euch daran erinnern, ich finde zwar nicht mit all den Organisationen neue Apps zu dienen. Ich meine nur nicht der Invitation. Mit den Ofen, dass wir eine Sage von der Société Avicole, wo wir herzlich invitiert sind. Ja, ja. Dann samstags Ofen, dass im halben Recht ein Konzert, wo die Gemeinde mit am Spiel ist, hier in der Gemeinde. Ja, den 18. November, wo ich mich excuse, dass die Invitation ein bisschen später rausgegangen ist. Stehst du da? Das dann den Office Social. Und dann den 20. November, Ofen, als Soirée de Laurier, wo wir gestern. Also hören wir, dass das Eurofestival nicht nur die zweite Platz gemietet hat, sondern dass es vor allem den Fair Play-Preis gekriegt hat. Nach gut 25 Jahren Partizipation hat die Schöpflinger Delegation ein erstes Mal den Fair Play-Preis gewonnen. Am August der Science Tenante invitiert ob der Unanim. Sie invitiert bei dieser Journée de Laurier keine präsent zu sein, weil ich meine, das soll ich noch weisen, dass eine Communität, die mit 14 anderen Ländern zusammen an der Kompetition war, sowohl sportlich wie kulturell, dass die einen Playpreis kriegt und dann geht ja an dem Sportleben und an dem Vereinsleben insgesamt immer um den Fair Play. Dann invitieren ich, da will ich jetzt sagen, dass wir den Architekten Urbanist ausgeschrieben haben. Wir haben da ein gut Dutzend Kandidaturen erkriegt, wir haben die analysiert. Wir werden nächste Woche werden wir die Kandidaten rufen. Wir gucken uns die Kandidaten an, die haben unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Kompetenzen, Erfahrungen. Es sind eine ganze Reihe von interessanten Kandidaten dabei, sodass wir an dem Gemeinderat, da können wahrscheinlich am 6. Dezember die Posten die können besetzen, die wir ausgeschrieben haben. Da will ich die Kollegen invitieren, die an die Syndikaten und Gemeinde vertreten, sich einen kleinen Dossier anzulehnen, den 6. Dezember, wenn wir eine Gemeinderatssitzung haben, da geht es um die Wien. Das soll nicht, dass Schittfried eine ganze Rolle muss machen, weil das im Syndikat geschieht, dass wir wissen, dass Syndikaten die Gemeinden regelmäßig da schicken, was aufgrund von den Decisionen, von den Komiteen und Budgeten anzuschreiben sind. Und ich wäre froh, wenn Schittfried sein Syndikat gefühlt an uns erklären, für was 150.000 und nicht 110.000 Euro sind, oder für was noch ein extraordinär dabei ist, für das auch die Leute, die an der Gemeinderat sind, alle gehören Erkenntnis sind, für was wir zum X oder X plus zum an unser Budget anschreiben. Das ist ein bisschen für Transparenz dran zu kriegen, und das ist auch die Gelegenheit, für vielleicht die eine oder andere Sache zu suchen, die man im Syndikat zu suchen hat. Ich denke, es ist darum, am Prozess, dass die Idee hat, pro Anwohnerbeitrag von 2 auf 3 Euro abzuheben. Also du geschehen hast du Decisionen, die vielleicht nicht direkt zum Markt kriegt, aber das wollte ich evitieren, das zu machen. Also alle gehören, wir gucken,
dass wir alle gehören, die Gremien, wo wir irgendwo suchen müssen, an das Budget dran schreiben, dass wir das an der Sitzung vom 6. Dezember, wo wir die Wir Vierwerte stellen, dass wir das dann durchmachen. Ich denke, das ist auch am Sinn von den Kollegen, alle gehören hier am Gemeinderat. Boah, das hat gesagt, ich habe Schmerz so. Und ich bin eigentlich froh. Ich bin schon etwas froh, zu denen bei uns an der Sitzung gefragt, wie das möglich wäre, dass kein Lifter, denen man nicht vergisst, gewähren. Sie vergisst gehen. Ja, wie ist das möglich? Bei den 1. April, dass die Ausschreibung geschieht, an du hast gemerkt, dass für den 1. April sie sind nicht gemäht. Nee. Ach so? Nee. Von der Zone. Also, die Lifter, das ist eine never-ending Story, ja. Die nicht unbedingt an den Händen von der Gemeinde mit Gemeinde hat, aber sein gemäht, weil Gemeinde, wenn ich mich richtig informiert habe, hat Gemeinde die Lifter wohl bestellt, weil sie ja weil sie vergessen hat zu bestellen. Ja, nee. Die Lifter, die haben die sind im Gang installiert zu gehen. Ja. Und die anderen Lifter, die kommen auch los. Okay. Also das nervt uns total, dass das noch nicht ist, dass für die Leute mit einer Mobilität reduziert ein furchtbaren Problem für sich eben auf den Kehen hin und her zu bewegen. Ja. Gut, aber die kommen aber, die Lifter. Also ich weiß, dass es nicht die Schuld war von der Gemeinde. Ich wollte nicht mehr froh, wie das möglich wäre, dass ich das Kind vergesse, wenn ich den Kästebau dann vergesse, das zu bestellen, was muss da kommen. Dadurch könnte man aber uns kein Ziel mehr. Nein, merci. So, kann ich einfach die Sitzung abheben? Ja. Also, und ich merci. Ja, und noch merci der Presse und noch merci den Leuten, die dafür gesorgt haben, dass die Leute konnten nur lauschen.